Hallo, liebe Zuschauer da draußen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rayman 2D Special Folgen. Und wir machen die Zufuhr von Stein und Feuer. Und ich bin mir sicher, ihr erinnert euch daran, im normalen Let's Play hat dieser Abschnitt, dieser Level, 4 Folgen in Anspruch genommen. Also, ich bin quasi eine Stunde hier durchgeirrt. Das lag aber zum Teil daran, dass ich alle Geheimverstecke, Lums und Käfige, die ich bis dahin kannte, bekommen wollte. Deshalb hat es so lange gedauert. Es gibt hier optionale Abschnitte, in denen Lums und Käfige versteckt sind. Und daran lag das. Ich habe gerade vorher schon mal diesen Level durchgespielt, um zu gucken, wo der letzte Käfig ist, mit den 5 verbleibenden Lums. Ich habe ihn gefunden und muss sagen, oh mein Gott, ist der fies versteckt. Also das ist wirklich nicht schön, wo der sich befindet. Da muss man wirklich schon ganz genau hingucken oder wissen, wo er ist. Wie gesagt, ich habe eine Komplettlösung von Rayman 2 hier zu Hause. Und in die habe ich auch, muss ich ganz ehrlich zugeben, reingeguckt. Habe ich, glaube ich, aber schon mal gesagt, um halt zu gucken, wo der denn ist. Und aufgrund, mithilfe dieser Komplettlösung, ist es mir dann halt wirklich gelungen, es ausfindig zu machen, diesen Käfig. Und ich bin selber entsetzt. Was heißt entsetzt? Ich habe mich gewundert, dass man in einem Jump'n'Run so etwas Fieses verstecken kann. Ganz ehrlich. Zum Glück dauert das hier jetzt nicht mehr so lange, denn ich kenne den Abschnitt immerhin. Ich meine, ich kann die Zuflucht von Stein und Feuer auch schon im normalen Let's Play, aber ja, jetzt habe ich es halt noch so mal, sagen wir mal, aufgefrischt. Ja, diese elenden Insekten. Nein, nein, nein! Oh, nee, ne? Mann. Ja. Zack, 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 zack. Und weiter und weiter und weiter und weiter. Oh Gott. Oh Gott. Na, oh nein, 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 nein. Alter, wie fies ist die Pflaume denn? Ich probiere mal auf ihr zu landen. Nein! Wie soll man das denn schaffen? Was ist los? Das war doch vorher nicht so. Mann! So, jetzt ganz ruhig. Und ich hab's geschafft! Haha! So, jetzt müsste hier genau der zweiseitige Lavafluss, wie ja alle wissen, die mein Let's Play gesehen haben, schwimmen wir den Fluss aufwärts, also in diese Richtung, kommen wir an diesen großen geheimen Tempel, der auch schon fast eine Folge allein in Anspruch genommen hat. Aber da wir da schon alles drin haben, müssen wir da nicht mehr hin. Und genauso wie im ersten Abschnitt gerade, ja, auch nochmal, wo man diesen Lavafluss hergehen konnte. Oder, ja, herhüpfen konnte mit der Pflaume, wo am Ende dann noch ein versteckter Käfig war. Diese kleine Höhle da. Und jetzt geht der Mist hier wieder los. Wo ist das Vieh? Da, da ist es. Na, und da? Hab deine Geschwister in der ersten Special-Folge auch schon nochmal platt gemacht. Du wirst kein Hindernis für mich sein, obwohl du mehr Leben hast als ich.
Spin! The Headspin! Schade, das klappt nicht mit dem Verfolgen. Ah. Und na, komm! Jawoll! Mein Gott! So, wo war jetzt nochmal der Aufstieg? Der müsste da sein, genau. So, zack. So. Irgendwie kommt mir es gerade so vor, als wenn Rayman höher springt als sonst. Und das altbekannte Loch. Und Pflaume, nein! Okay, sie ist hier aufgekommen. Ungefähr. Zack! Hochwerfen. Draufspringen und weiter geht es. Den noch viel fieseren Lavafluss entlang. Hey, so, weil nein, so. Ah. Okay. Das wäre geschafft. Im Let's Play bin ich jetzt von der Pflaume abgesprungen, um die roten Lumps zu kriegen, aber das mache ich hier nicht. Und gerade beim Durchspielen, beim vorherigen Durchspielen, war ich hier so schnell, dass mich der grüne Lumps nicht eingeholt hat. Ich musste hier echt stoppen, damit ich den einsammle. Weil sonst wäre er mir wahrscheinlich bis an mein Lebensende lang gefolgt. Da! Und dann... da! Gott! Da! Los, Rayman! Nein, da! Ja! Oh Gott! Oh nein! So, damit wäre auch das geschafft. Da kommt jetzt ein Lavabecken, genau. Hier kommt jetzt diese eklige Plattform, wo ich aber den Lumps einsammle. Ah. Hochwerfen. Und weiter geht's. Einfach nur, damit ich den grünen Lumps hier habe, damit ich nicht vom Anfang an anfangen muss. Ich meine, okay, es wäre nicht so schlimm gewesen, die paar Sekunden, aber mein Gott. Ist doch... Nein! Ist doch egal. Das ist mir nicht egal. Ja? Da, ihr hört den Käfig wahrscheinlich schon. So. Raupe. Magiekugel. Und jetzt kommen hier doch die ganze Zeit diese blöden Insekten, oder? War das nicht so? War das nicht so? Es war doch so, oder? Ja, Tatsache, es war so. Blöde Viecher. Oh Gott! Und... Hui! So, zum Glück sind wir gleich auch am Ende. Und jetzt ganz riskant, bevor die Magiekugel aufgekommen ist, runterspringen. Sei lieb, Raupe. Sei lieb. Brave Raupe. So, das ist wieder der verarsche Violette Lumps. Den ich aber wieder abermals nicht nehmen werde. Und die fiese Pflaume. Mein Gott. Die gemeine Pflaume mit der etwas seltsamen Physik. Ah. Komm. Juhu.
gut. Oh, okay. Hochwerfen! Schießen! So, und das müsste schon reichen. Jawohl! Hui, hui, hui. Ich mag die Zukunft von Stein und Feuer. Dieses tempelähnliche Design finde ich cool. Dum, dum, dum. Und da dreht sich wieder das komische Schlüsselloch. Ei, ei, ei. Und da ist die blaue Magiekugel. Und unser guter Freund Umba, der Wächter der Zuflucht von Stein und Feuer. Die alte Sau ist wieder da. Er ist aus der Lava wieder auferstanden. Oh Gott, Raymond, halt dich doch fest. So. 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 Hier hoch. Dadurch. Und wir sind wieder hier. Und. Ja. Das Käfiggeräusch ist wieder zu hören. Und jetzt. Kommt der Abfuck. Ich hätte euch den Käfig. Bereits in der. Im ersten Durchlauf. Vor 5 Minuten oder so zeigen können, denn diese Öffnung hier war bereits vorher hier. In meiner Komplettlösung aber, aus der ich meine Informationen bezogen habe, stand das aber erst beim, als man das beim, als die Komplettlösung beim zweiten Durchlauf war, stand da erst, dass hier so eine komische kleine Höhle war. Obwohl man hier eigentlich auch schon beim ersten Durchlauf hinkommen kann. Nein! Ja, ich hätte euch, wie gesagt, den Käfig gerade schon beim ersten Durchlauf zeigen können. Ganz ausgefuchste Leute, die das Spiel nicht kennen und ganz genau hingeschaut haben, als ich hier zum ersten Mal war, also gerade in der Special-Folge oder auch im Let's Play, haben diese Öffnung da wahrscheinlich schon gesehen. Aber ich mache es so, wie es in meiner Komplettlösung beschrieben steht. Und damit die Leute... Wenn ich das gerade schon gemacht hätte, dann wäre der komplette Teil, der jetzt kommt, ja bereits uninteressant, weil man das ja alles schon mal gesehen hat. Und ich wollte euch einfach ein bisschen länger bei der Stange halten. Hat wahrscheinlich nicht funktioniert. Aber egal. So, auf jeden Fall diese Spinnennetze. Es ist ein bisschen schwierig, aber zu schaffen. Hier dran. Jetzt hier oben dran. Und... Jawohl! Und da ist er! Yeah! Wie komme ich jetzt eigentlich wieder weg? Oh! Oh Gott! Schaffe ich das? Ja! Ja! Und auch hier hat sich das Schlüsselloch wieder gedreht. Ja, wie gesagt, ich hätte es euch schon vorher zeigen können, aber... Nö! Habe ich nicht gemacht. So, jetzt muss man hier wieder ganz nah ran, ne? Ich hasse diese Stelle. Nein. So, Raymond, ruhig. Und abspringen. Oh Gott, ey, ich habe gerade schon einen halben Herzinfarkt gekriegt. Oh. Grüner Lumpf, jawohl. Oh, die Rutschpartie wieder. Und wieder mein altbekannter Trick mit dem Pfeiltaste nach unten drücken, damit man besser lenken kann. Er hat mir nicht geholfen. Eieieiei, okay. Okay. So, an die Wand. An die Wand, Raymond. So ist gut. Ah, an die Wand. Ja. Ja, es ist ja möglich. Und los. Und oh mein Gott.
Nochmal, ja. Oh mein Gott! Es hat funktioniert. Und so weiter. Huh. So. Oh Mann. Und unser guter Freund Umba erwacht wieder. Und stapft wieder vor sich hin. So, wo war jetzt nochmal der Loose hier oben? So. So. Und auf geht die wilde Fahrt. Wieder einmal. Na. Und jetzt. Oh yeah. Mit vollem Leben verlassen wir die Zuflucht von Stein und Feuer. Oh yeah. 8 von 8 Käfige und 50 von 50 Looms. Leck mich. Ich möchte speichern. Boah. Das war geil. Die Zuflucht von Stein und Feuer ist auch geschafft. Und uns fehlen beim Rechnen jetzt nur noch zwei Käfige und noch ein paar Looms. So, und was ist der nächste Level? Echolen haben wir ganz. Clip haben wir ganz. Das Dach der Welt. Ganz und... Als nächstes die Zuflucht von Fels und Lava, wo ich ebenfalls nicht weiß, wo hier noch ein... Wo hier der Käfig mit den 5 zusätzlichen Looms noch sein soll. Aber das, wie gesagt, ist erst in der nächsten Aufnahme. Bis dann. Tschüss. Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu den Special-Folgen von Let's Play Rayman 2. In der letzten Special-Folge haben wir die Zuflucht von Stein und Feuer erfolgreich abgeschlossen und jetzt ist die Zuflucht von Fels und Lava dran. Und wie immer in den Special-Folgen, ich werde nichts kürzen, ich werde nichts rausschneiden oder verschnellern oder weiß der Geier was. Und ich habe mich auch wieder, bevor ich die Aufnahme gestartet habe, den Level nochmal durchgespielt. Und mit Hilfe meiner Rayman 2 Komplettlösung herausgefunden, wo der verbleibende Käfig und die verbleibenden 5 Looms sind. Und das weiß ich jetzt und deshalb geht es jetzt weiter. Dreckige Zombiehühner. Aber ich mag die Zuflucht von Fels und Lava. Obwohl sie ihren Namen eigentlich nicht verdienen, finde ich sie trotzdem cool. So, hier rüber. Ich sage mal dazu, dass die Lumpf und der Käfig relativ am Ende des Levels sind. Die ich vergessen habe, noch am Ende des Levels sind. Bedeutet jetzt, die meiste Zeit werden wir wahrscheinlich einfach nur normales Backtracking betreiben, aber ist ja egal. Ist ja vollkommen egal. Egal, war ja bei der Zuflucht von Stein und Feuer nicht anders. Und dann können wir nochmal der wunderschönen Musik lauschen. Und hier ist eine Fausterweiterung, die habe ich beim Testen nicht eingesammelt.
Ach so. So. Die würden normalerweise auch gelbe Looms fallen lassen, aber die haben wir alle schon eingesammelt. Wäre auch ein bisschen peinlich, wenn so offensichtliche Looms nicht eingesammelt werden würden. So, die wunderschönen Raupen werden auch glatt gemacht. Und es geht schon in den zweiten Abschnitt. Das geht heute fix. Ah, verdammt, okay. Eine Fausterweiterung weg. Zwei verbleiben noch. So, ich erinnere mich doch. Ist das hier nicht der Abschnitt mit der guten alten Blaume? Wir werden es gleich sehen. Na? Blaume! Tatsache! Oh yeah! Und Raymond besteigt die Blaume wieder. Wie in alten Zeiten. Die noch gar nicht so lange her sind. Eieieiei. So. Nein. Oh Gott. Oh Gott. Okay, geschafft. Puh. Das war knapp. Beinahe hätte ich die Blaume wieder von vorne besteigen müssen. Ich fragte, warum ich das tue. Ich weiß es nicht. Oh Gott, die Sache mit dem Feuer, die Sache mit dem Feuer. Und schnell weg! Okay. Puh. Die zweite Blaume. Und da ist auch schon die dritte Blaume. Oh Gott! Raymond! Ohne dass ich irgendwas gemacht habe, ist er nach vorne. Geglitten. Gleitet. Nein, es hat geglitten. Was soll das, Raymond? Hallo? Was ist los? Das geht nicht. Mann. Okay. Jetzt aber... Konzentration. Der fliegt echt von alleine. Ich habe nichts gedrückt. Ich habe wirklich nur kurz angedrückt und dann fliegt er einfach weiter, die Sau. Unerhört. Da. Und ich glaube, ich kann mich auch jetzt schon von der Blaume verabschieden. Und zack. So. Die Kette verrät es. Da war mal ein Käfig. Aber er ist unserem Schatzsucherinstinkt zum Opfer gefallen. So, da. Da. Und der zweite Abschnitt wäre auch geschafft. Oh, der Turm. Der wunderschöne Turm. Warten. Warten, bis die Plattform hier den Lavafluss abschneidet. Und... Jetzt! Okay. Wunderbar. So, geht's jetzt lang? Raymond, du stehst da. Ja, da ist ein Käfig. Da ist, der letzte Käfig, der uns hier noch fehlt. Der hängt da. Ich frage mich, wie ich den im Let's Play übersehen konnte. Ganz ehrlich. Oh nein! Okay. So. Aber da sind nur drei Looms drin. Zwei fehlen uns noch. Wo könnten die nur sein? Oh. Hier schon wieder. Lass mich in Ruhe. Nein, geh weg.
mit Insekten. Oh, ja, wirklich? Mann. Dann eben nochmal. So, Stachel weg und durch. Und jetzt, vielleicht habt ihr es gerade schon gehört. So. Hier sind die verbleibenden zwei. Oh, da geht's hin. Das wusste ich bis jetzt auch noch nicht. Ah, so kommt man normalerweise an den Käfig, der da an der Kette hängt. Oder gehangen ist. Als ich hier im Let's Play bin ich ja da drauf gesprungen und hab dann sozusagen hier zurückgeschossen auf den Käfig, der hier runter hing. Aber offenbar war die Säule in der Lava dafür. Ist ja auch egal. Warum auch immer Raymond das jetzt gemacht hat. Er freut sich einfach seines Lebens. So, schon mal das Ding an. Muss gehen. Jawohl. Und das Ende. Hui. Sieben von sieben Käfigen und 50 von 50 Looms. Nein. Ja, bitte. Puh. So. Die Zuflucht von Fels und Lava wäre auch geschafft. Yeah, geil. Und jetzt fehlt uns nur noch ein Käfig und 16 gelbe Looms. Unter der Zuflucht von Fels und Lava werden wir noch 5 weitere Looms finden können. Aber das erst in der nächsten Special-Folge. Bis dann. Tschüss.